war halt einfach stolz und dankbar. Und das, die zwei Worte, die treffen das einfach, was ich mir halt gefühlt habe. Eben stolz, ein Kötzner Musikant zu sein, in dem Verein zu sein, mit so einer tollen Mannschaft zusammenzuarbeiten können. Und einfach dankbar, dass alles so gut funktioniert hat. Dankbar, dass alles friedlich war. Und dankbar einfach, dass so viele mit uns das Fest gefeiert haben und uns vor allem unterstützt haben in der Vorbereitung. Ich bin der Peter Schuler, ich bin Obmann der Musikkapelle Götzens, mittlerweile seit 4 Jahren. Ich bin da verantwortlich für den Verein, für alles, was damit zusammenhängt. Und ich freue mich, dass ich das Bezirksmusikfest da ausrichten darf jetzt mit meiner Mannschaft. Das ist eine Bezirksveranstaltung und das findet halt alle 16 Jahre, bei uns jetzt in dem Fall 14 Jahre, wegen organisatorischer Schwierigkeiten anderer Vereine statt. Und das ist immer so ein Radl, sagen wir, wo halt jeder mal nach einer gewissen Zeit wieder dran kommt. Ja, also unser Verein, die Musikkapelle Götzens, hat derzeit ein bisschen mehr wie 50 Mitglieder, aktive Musikanten. Es gibt auch eher Mitglieder, die nicht mehr aktiv sind, aber plus 50 Mitglieder umfasst es. Wobei wir sehr viele Jugend haben, Jugend in Ausbildung, die noch nicht aktiv beim Verein sind. Aber insgesamt fast 25 Jungmusikanten, die derzeit bei uns in Ausbildung stehen, teils schon in der Musikkapelle sind. Und auf das sind wir ganz stolz natürlich. Solche Feste, wie wir sie jetzt oder wie wir jetzt gerade feiern, das Bezirksmusikfest, ist für einen Verein wie uns immer eine riesen Herausforderung. Und es bedeutet viel Arbeit. Auf der anderen Seite schweißt so ein Fest auch immer wieder zusammen. So ein Fest verlangt einfach, dass alle zusammenarbeiten, zusammenhelfen, dass alle da sein und dass wir miteinander einfach dieses riesen Event meistern. Und diese positive Energie, die was man da rauszieht aus diesem Fest, das kann man dann einfach weiter in das, sage ich mal, tägliche Vereinsleben wieder übernehmen. Und es gibt dann wieder Energie und Schub dann wieder für weitere kommende Aufgaben. Am Freitag war ja der Tag der Jugend, so hat unser Fest angefangen. Und das ist immer ein total tolles Event und ein total tolles Erlebnis, wenn man sieht, wie schön die und wie gut vor allem die Musik musiziert bei uns im Bezirk. Man hat es an den 3 Orchestern gesehen, wie gut ausgebildet unsere Jugend ist und was für Freude sie musizieren. Und das ist eine optimale Eröffnung für unser Bezirksmusikfest gewesen. Thank you.
unser offizielles Fest am Sonntag, das Bezirksmusikfest, ist ja mit dem Sternmarsch eröffnet worden. Also der Einmarsch von drei Richtungen hat wunderbar funktioniert, glaube ich, war ein tolles Erlebnis. Haben sich alle wunderbar dann eingefunden am Kirchplatz. Und dann hat da der Einzug der Ehrengäste stattgefunden und dann eben auch die Messe. Und da möchte ich unserem Pfarrer Dr. Peter Ferner danken für die schöne Gestaltung der Messe. Und dann hat das Fest dann so seinen gewohnten guten Verlauf genommen und der Einmarsch ins Festzelt war dann auch wieder ein Highlight. Bei der Musikkapelle Götzens dabei zu sein, ist eine große Aufgabe. Es bedeutet, viele, viele Stunden dem Verein zu widmen, viele, viele Stunden weg zu sein von daheim und viele, viele Stunden seiner Freizeit zu opfern. Aber man bekommt einfach auch viel zurück. Man lernt ein Instrument, das ist eines. Und was aber das ganz Besondere an der Musikkapelle ist, ist das Miteinander von Jung und Alt. Wir spannen einen Bogen von ungefähr knapp 10-Jährigen, die schon bei uns dabei sind, bis zum ältesten Mitglied, der über 70 ist, weit über 70 mittlerweile. Und diese Generationen sozusagen in einem Verein unter den Hut zu bringen, ist eine große Aufgabe, aber ist für alle Seiten wertvoll und für Jung und Alt einfach sozusagen wunderbar, wenn man miteinander musizieren kann. Für mich als Obmann ist es einfach total wichtig, viele Leute zu haben um mich herum, die mich bei gewissen Dingen entlasten und unterstützen. Und die Mannschaft, die habe ich, habe einen wunderbar tollen Ausschuss, der mich in allen Lagen unterstützt, mich den Rücken frei haltet. Und ohne den Ausschuss hätte ich nie das Fest, oder wir hätten nie gemeinsam das Fest organisieren können. Und dazu kommen aber neben dem Ausschuss dann alle Mitglieder der Musikkapelle und alle freiwilligen Helfer, die was uns dabei geholfen haben, sei es eben Leute, die was der Musik angehörig sind oder sonst Leute aus der Bevölkerung, was man einfach gefragt haben, sei es andere Vereine. Haben uns alle sofort ihre Hilfe zugesagt und da möchte ich mich einfach nochmal einfach bedanken und sagen, es war jetzt einfach super, dass du bei uns mitgeholfen hast. Danke.